Können zwar eigentlich, das ist aber in Ruinen, gestern knapp vor der Gold-Label-Punkt und wir strengen uns da sehr an, dass wir das auch weiterhin auf dem Weg weiterverfolgen. Kirchen oder auch eine Gemeinde im Kanton Nordsee. Ich freue mich, wenn ihr wieder einmal auf Küsnacht kommt, vielleicht sogar mit der Wave und dann sehen wir uns dann. Und von hier ging es dann weiter per Eisenbahn nach Emmendingen. Also so in der Bahnhofshalle. Ungefähr hier, wo ihr, war es so, dass von Luzern her über den Seeweg die Güter transportiert wurden. Ja, ich bin der Patrick aus Luxemburg und ich mache dieses Jahr bei der Wave mit, weil ich gehört habe, dass noch nie ein Luxemburger dabei war. Und das soll sich jetzt mal ändern. Ich bin die Vera, ich bin das siebte Mal bei der Wave dabei. Wir haben immer viel Spaß, tolle Landschaften und es sind immer ganz tolle Leute dabei und alle machen mit. Ich bin der Victor, ich bin das zweite Mal auf der Wave dabei, weil ich da wirklich das Lautlose dahinleite und der Austausch mit den Leuten sehr viel Spaß macht. Hey Markus, wie geht's? Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Ich bin Trudi und ich bin an der Wave dabei. Ja, das mir einfach gefallen bei euch. Lichtalter gibt es auch schon relativ lange. Und wie sieht es aus mit der Reife? Wie geht es dir heute nach diesem Tag? Wunderbar, Sally Schweiz, guten Abend miteinander. Mir geht's wunderbar. Hey Roger, wie geht's euch? Gott, sensationell, tipptopp. Also ich bin der Marcel, ich fahre den Wave mit, weil ich Elektromobilität unterstützen. Ich bin Katrin, ich fahre mit dem Wave mit, weil der Marcel mich so nett gefragt hat und ich das auch unterstütze und damit ich in die Schweiz sehe. Das ist Rom mit der Reifprofi der Hütte. Hallo, ich bin Jonas. Ich bin das erste Mal Wave gefahren. Es war super toll. Tolle Erfahrung. Und bis nächstes Jahr. We'll be right back.